Ich habe sowieso kein Geld, um mich heilen zu können. Sehr toll. Ich muss einfach mal mein Glück versuchen, wie es aussieht, wenn ich jetzt einfach mal wieder links gehe und diese bösen Monster hier bekämpfe mit meinem Dolch. Oder ich sterbe einfach gleich schon wieder mal. Das gefällt mir gar nicht. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier am besten jetzt hier vorgehe. Ich könnte die gerne noch mit Magie bekämpfen, aber die will ich auch nicht unbedingt unnötig verschwenden. Das ist auch wieder hinterhältig. Komm mal hier rechts. Du sollst bestimmt genau dahin, wo ich stehe. Braver Zauberer. Oder Magier. Und jetzt weg hier schnell. Ach, egal. Ein bisschen Schmerzen, egal. Ich hab's überlebt. Ich könnte mir nochmal diesen Stärkehandschuh holen. Der mir ja auch nicht wirklich viel bringt. Vor allem, wenn er nur 5 Sekunden hält. Na gut, so wenig hat er nicht gehalten, aber er hält nicht viel, wenn ihr mich fragt. Ich könnte wirklich ein bisschen Geld ansparen. Ich glaube, das lasse ich mir wirklich in der Aufnahme drin, wie ich hier jetzt dieses Geld anspare, um mir wirklich ein paar Sachen kaufen zu können. Okay. Weil es sind ja momentan hier nur diese verdammten Magier, die mir hier das Geld geben. Okay, sie geben, ich glaube, knapp über 100 Gold. Ich werde mir jetzt mal genau angucken, wie viel genau. 115. Nicht schlecht. Wenn ich das so weitermache, dann und möglichst wenig Magie dafür verschwende, dann geht's ja eigentlich noch. Und möglichst nicht dabei sterbe, das ist ja noch schwieriger. Zeit für Magieschub. Und, ja, jetzt wirst du leiden. So. Ein bisschen bräuchte ich noch. Also 1000 Gold habe ich gleich auf jeden Fall. Und vorher sterbe ich natürlich, verdammt. So war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Wie soll man bei diesem Spiel keine negativen Gedanken haben, wenn man hier die ganze Zeit stirbt? Das ist ja echt... Okay. Was soll ich jetzt, Ja, jetzt bin ich gerade echt am überlegen, wie ich ja als nächstes vorgehen soll. Weil, ja, es scheint ja doch etwas schwieriger zu sein, als erwartet. Wie teuer war noch mein Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel mehr. Nee, nur noch diesen Nähtrank. Und den wollte ich eigentlich noch nicht verschwenden. Ich könnte noch mal erst gucken, wie teuer hier die Rüstung noch mal waren. Ah, scheiße, hier gibt's ja keine. Falsche Richtung war das. So, dann schauen wir mal, wie teuer hier überhaupt etwas Neues ist. Ich verkaufe Waffen, ja, das weiß ich ja noch. Und schauen wir mal, wie viel wir ansparen müssen. Okay, das ist doch etwas mehr als erwartet. 1600 für ein besseres Schwert, 2500 für eine Rüstung, 1100, ich glaube, das werde ich erstmal machen, für ein kleines Schild. Und die Flügelstiefel kosten auch noch 2800. Ihr seid wahnsinnig. Naja, ich werde auf jeden Fall erstmal gucken, ob ich das hier jetzt etwas besser hinkriege, ohne zu sterben. Das ist leichter gesagt als getan, Leute. Bei so viel Schaden, wie die Gegner hier schon machen. Und vor allem, wenn die hier so scheiße rumfliegen, wie dieser komische Geist. Am besten wäre es, wenn diese Gegner hier auch etwas Geld hinterlassen würden. Aber die geben ja nur ein Stück Fleisch. Was heißt nur ein Stück Fleisch? Das sollte ich mir merken. Falls ich Energiemangel habe, das heißt, hier könnte ich verdammt gut Geld sammeln. Das werde ich jetzt auch tun, solange meine Magie das ja durchhält. So, okay, oder ich greife einfach mal normal mit dem Dolch an, indem ich einfach auf Distanz gehe, so. Und so, dann habe ich es gleich geschafft. Yay! Sehr schön. Und jetzt das Ganze nochmal. Um möglichst halt etwas Magie. Ah, das war hinterhältig. Um möglichst etwas Magie zu sparen und nicht aus dem Bildschirm gefegt zu werden. So, jetzt musst du Magie fressen. Tut mir leid, aber ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. Oder wie ging das? Ach, egal. So, gib mir dein Fleisch. Na, füllt auf jeden Fall, ja, angemessen das Fleisch. Die Lebensenergie auf, aber ich glaube, ich gehe links aus dem Bildschirm, weil wenn ich rechts gehe, das bringt nur Nachteile mit sich. Deswegen... Hier stehe ich ja auf jeden Fall günstiger. Oh, wie auch immer, so viel dazu. Aber wenn ich es vernünftig machen würde, dann wäre es auf jeden Fall schon... Ah, leck mich doch. Etwas besser. Ich hoffe, dass das wirklich etwas gut hier läuft, weil ich hatte keine Lust in diesem Let's Play viel zu fluchen, aber wenn es so einen hohen Schwierigkeitsgrad hat, dann... Ich habe mich auf den größten Fehler des Lebens begangen in diesem Spiel. Na, was soll's. Okay, Fleisch... Wisst ihr was, Leute? Ich hole mir jetzt erstmal eine Menge Fleisch, damit ich... Na gut, das geht doch etwas leichter als gedacht, damit ich hier wenigstens etwas länger lebe. Und wenn ich das Schild habe, dann vergewissere ich euch auf jeden Fall, dass ich
nochmal zurück zu diesem Drachen gehen werde, um den nochmal zu bekämpfen. Denn den will ich auf jeden Fall in dieser Aufnahme noch versuchen zu besiegen. Wahrscheinlich muss ich ja wirklich sämtliche Bosse bezwingen, um überhaupt in dieses Spiel durchzukommen. Ich bin ja wirklich gespannt, wie lange oder wie groß das Spiel überhaupt ist. Ah, ich werde sehen, wie gut ich hier durchkomme. Bisher stelle ich mich ja nicht besonders gut an, bin ja schon zweimal gestorben. Verdammt, aber naja, wir werden es ja sehen. Ob das noch gut verläuft, aber an sich ist die Idee dieses Spiels schon sehr schön gemacht. Ich mag solche 2D-Jump-Runs wirklich sehr, auch wenn sie so einen hohen Schwierigkeitsgrad haben. Ich finde sowas trotzdem toll. So, wenigstens etwas Geld. Her damit, ich will reich werden. Aber jetzt fresse ich dich, und jetzt lasse ich dich wieder mit Magie vollpumpen. Ob dir das gefällt oder nicht, ist mir scheißegal. Du bist nämlich nur ein dummer Magier, den ich jetzt erstmal so richtig einheizen werde. Yay! Ja, auch wenn ich das in der Aufnahme drin lasse, sorry Leute, aber wie gesagt, in dieser Aufnahme will ich jetzt noch nichts schneiden, weil, wie gesagt, es ist momentan gerade so, dass ich das ein bisschen unter Zeitdruck mache, das hier aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt soweit hinhaut. Wunderbar! Es ist weg, es ist weg, es ist weg. Oh, das dauert zwar ein bisschen mit dem Geld, aber okay, Leute. Immerhin kriege ich das ausreichende Geld und ich hoffe, dass ich es da wenigstens noch schaffe, den Drachen zu bekämpfen. Indem ich dadurch dann noch eine stärkere Rüstung kaufe. Den Drachen will ich auf jeden Fall noch besiegen. Ja, das habe ich mir jetzt auf jeden Fall fest vorgenommen. Und das wird hoffentlich auch noch gelingen. So viel will ich auf jeden Fall in dieser Aufnahme noch schaffen. Und ja, genauso wie ich Gunbury Goemon 3, werde ich auch bei Faxanadu einstündig das Spiel in etwa aufnehmen. Und dann halt, ja, in 10 Minuten Parts hochladen. An Wochenende, deswegen könnt ihr euch schon mal darauf gefasst machen. Ja, wie das Ganze mit Faxanadu ablaufen wird, das wird auf jeden Fall jetzt jedes Wochenende so hochgeladen. Und ich hoffe, dass ich wenigstens in den Wochenendtagen, ja, auf jeden Fall möglichst viel schaffe. Und ich kann euch jetzt, wie gesagt, versprechen, dass bei der nächsten Aufnahme definitiv etwas mehr geschnitten wird. Das heißt, wenn ich jetzt sowas mache wie Geld aufsammeln oder Geld zusammen sparen, dann will ich das auf jeden Fall nicht in der Aufnahme mehr drin lassen. Das ist jetzt sozusagen nur ein Ausnahmezustand. Und naja, wie gesagt, ihr solltet euch nicht dran gewöhnen, weil es ist ja, wie gesagt, eigentlich auf Dauer langweilig, das hier zu tun und euch das antun zu müssen. Deswegen will ich das auch nicht auf Dauer so machen. Sondern halt nur für diesen einen Zweck. Oder in dieser einen Ausnahmefall, ich könnte mal wieder Fleisch holen. Aber erst will ich noch einmal von diesem Zauberergeld haben. So. Und von diesem komischen Pilz aussehenden Zwerg ein Stück Fleisch. So, jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen Fleisch sammeln müssen. Oh, das dauert aber wirklich. Ich denke mal, dass wir dann dieses Video jetzt in Anspruch nehmen. Also ein ganzes 10-Minuten-Video etwa, nur für das ganze Geld zusammensparen. Und dann werde ich mich auf jeden Fall auf dem Weg nochmal zum Drachen machen. In der Hoffnung, dass es dann besser verläuft. Ich meine, mit einem Nail-Trank, den ich jetzt habe, habe ich eigentlich recht gute Hoffnung dafür. Und ich versuche euch momentan ja wirklich ein bisschen zu unterhalten, auch wenn hier gerade nicht viel Besonderes passiert sozusagen. Ja, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall danach den Drachen bekämpfen und mal schauen, was ich dafür kriege. Also es würde mich wirklich wundern, wenn ich den nicht bekämpfen müsste. Dann wäre das Spiel verdammt leicht, wenn ihr mich fragt, wenn man die Bosse einfach ignorieren könnte. Es könnte auch möglich sein, dass ich jetzt sozusagen eingesperrt bin, dadurch, dass ich ja keinen Pickel mehr habe. Dann hätte ich ein großes Problem, wenn ihr mich fragt. Dann wäre ich ja wirklich gearscht in diesem Spiel. Und so, jetzt versuche ich nochmal den Zauberer zu bekämpfen. Der irgendwie wirklich aussieht wie ein böser Kapuzenmann. Ah, lass mich leben. Ach, scheiß drauf. Oh, ist nur ein kleiner Kratzer, ist nur ein kleiner Kratzer. Das nehmen wir noch ein bisschen positiv entgegen. Denn noch bin ich nicht tot. So schnell geht das ja Gott sagen in diesem Spiel nicht. Und links wollte ich machen. Aber rechts ist tödlicher. Da müsste ich dann ja Magie sprühen wie ein Verrückter. Und die wollte ich ja eigentlich nicht so weit verschwenden. Nein, das wollte ich wirklich nicht. Und weg mit dir. Ah. So. Wenigstens etwas, was ich in diesem Spiel kann. Geld sammeln wie ein Irrer. Und das Ganze nur für stärkere Rüstung. Naja, nicht nur für stärkere Rüstung, sondern auch möglicherweise... Ich glaube, ich werde das gleich doch ein bisschen schneiden. Ja, weil es dann doch etwas lange dauert. Ich will nämlich noch versuchen, ein stärkeres Schwert zu kriegen. Ja, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich werde es jetzt doch ein bisschen schneiden. Weil es wird doch auf Dauer langweilig. Ihr seht ja, wie das Ganze hier abläuft und...
Ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich genug Geld gesammelt habe durch diese Mistviecher. Und dann werden wir hier weitermachen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal bis gleich. So, Leute. 10.000 Gold. Das müssen doch jetzt mehr als genug sein, oder? Boah, das war jetzt aber auch echt anstrengend. Und man merkt wirklich, dass heute Freitag der 13. ist, denn... mir ist einmal das Missgeschick passiert, dass ich einmal totgegangen bin. Während ich halt das Geld versucht habe aufzusammeln. Und das fand ich echt frustrierend, weil ich zu dem Punkt schon bei 5.000 Gold war. Hoffen wir mal, dass die 10.000 jetzt reichen, um hier die wichtigsten Sachen zu kaufen. Als erstes auf jeden Fall ein Langschwert. Das kostet 1.600. So, haben wir schon mal ein stärkeres Schwert. Dann kaufen wir das nächste Teil als... Na, schade, dass man das nicht überspringen kann, die Texte. Als nächstes werde ich jetzt das Kettenhemd kaufen. Das Geld müsste locker reichen für alle Sachen.